Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr seht schon, ich strahle übers ganze Gesicht, denn heute werden wir was sehr Nices aufmachen. Ich kann heute sehr viel Geld verlieren in dem Sinne, weil wir sehr teure Produkte öffnen. Aber ich freue mich einfach. Ich glaube, die Experience ist es definitiv wert, denn wir wollen heute ein Neo Genesis Booster öffnen. Auf Japanisch, wo eine garantierte Holo drin ist, da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir einen Neo Revelation Booster, wo ebenfalls der garantierte Holo drin ist. Und ein Schatz, ein Neo Genesis Deck. Auf Japanisch, wo ebenfalls zwei garantierte Holo-Karten drin sind, die random sind. Werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Ebenfalls öffnen wir heute wieder Hidden Fates und ja, wir haben heute etwas zu feiern. 350.000 Abonnenten haben es geschafft, diesen Kanal zu abonnieren. Ich gebe normalerweise nicht so viel Wert auf Abonnenten und sonst was, weil es sind halt auch nur Zahlen und davon sind viele inaktiv und manche werden wieder gelöscht von YouTube. Aber hey, es ist ein Meilenstein, den ich feiern möchte. Dementsprechend machen wir das heute und eventuell ziehen wir sehr, sehr krasse Karten. Also, huh. Schauen wir mal. Ebenfalls werden wir heute noch ein kleines Giveaway machen und zwar passend zum Gen 2 Theme, weil ich bin ein kompletter Yoto-Freak. Haben wir auch eine Matte und diese Matte, also die Matten sind ausverkauft gerade, also wenn ihr dieses Video seht, es tut mir leid, es sind leider keine Matten mehr da. Ich werde noch eine verlosen und zwar wird diese eine spezielle Signierung bekommen mit 250.000, ja moin, eben mal 100.000 Abos gelöscht, mit 350.000 wird da draufstehen und halt mit meinem Autogramm und alles, was dazugehört. Wenn ihr die gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare Hashtag 350.000 und ich werde random nach einer Woche wieder jemanden picken, den anschreiben per Kommentar. Und derjenige wird sich dann per Mail mit mir in Verbindung setzen. Ganz einfach. Also so funktioniert das. So, wir machen jetzt aber verborgenes Schicksal auf. Und zwar eine Reprint ETB. Die Boxen sind insane. Ihr habt es beim mir, also ich hoffe, ihr habt es bei mir auf dem Kanal schon gesehen. Wir haben schon einige davon geöffnet. Und ich hoffe, dass wir heute nochmal was Nices ziehen werden. Wir starten rein mit einer Unlicht Reverse Energy und mit einem Evoli. Was definitiv nett ist. Definitiv nett. Porenta. Da haben wir noch hier so ein Rocco und einen Georock. Ah ja, die Sache kommt ins Rollen, würde ich sagen. Kleiner Wortwitz hier am Rande, wenn ich hier das Georock sehe. Denn ich muss mich ein bisschen warm machen, müsst ihr wissen. Und das Centering bei der Energie ist ja garbage. Holy moly. Ich hoffe, dass das Centering gleich bei den Karten hier nicht garbage sein wird. Was möchtest du eigentlich ziehen? Ich möchte hieraus definitiv, also ich würde mich über einen Starter freuen und über Lugia definitiv. Das will man einfach ziehen aus Neo Genesis. Und hier haben wir beim letzten Mal schon vier Booster geöffnet und wir haben einen der drei Raubkatzen bekommen. Geil wäre natürlich in diesem Set, ich sag mal, einen Shiny zu bekommen, aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber wir fangen an mit Neo, dem guten Neo-Set. Und zwar Neo Genesis. Was, oh Gott. Ich bin aufgeregt. Du bist aufgeregt. Natürlich. Ja, ich auch. Ich mache erstmal ein Thumbnail. Ich glaube, wenn hier ein Shiny drin ist, also nicht in diesem hier, sondern im blauen. Keine Ahnung, die Karten sind super wertvoll halt, ne? Also wie gesagt, falls ihr davon noch Booster-Packs habt oder sowas, ich bin der Letzte, der Nein sagen würde, sag ich mal. Habe ich Penny Sleeves ready? Oh Gott, ich glaube, ich habe die letzte. Ich habe noch eine hier. Okay, eine haben wir hier. Perfekt, perfekt. Card-Saver haben wir auch. Okay, ich hole die Karte raus, denn die erste Karte ist die Holo-Karte. Dementsprechend müssen wir da ganz, ganz vorsichtig sein, um die Holo-Karte natürlich nicht zu beschädigen. Ich sleeve sie ein, pack sie beiseite und wir gucken uns erstmal das komplette Pack an. Das war sehr, sehr smooth. Das gefällt mir. Ich lege die Karte hier beiseite, damit ihr nicht... Okay, ich lege die Karte hier drauf. Und wir gucken uns die anderen Karten an. Schauen wir mal rein. Wir haben hier noch eine zusätzliche Rare-Karte drin mit Sneebel tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Ist auch eine Artwork aus meiner Kindheit. Gerade die Neo-Karten sind fantastisch. Wir können hier auch eine Error-Karte drin ziehen mit der Mumu-Milch. Ich hoffe, es heißt Kumu-Milch, Mumu-Milch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt heißt. Bei uns im Deutsch heißt es, glaube ich, Kumu-Milch. Im Englischen heißt es, glaube ich, Mumu-Milch. Schauen wir mal, wir haben einen Mirapla gezogen. Hier mit den Neo Genesis Sternen auch. Sehr, sehr iconic. Super, super schön. Wir haben ein Lumpy. Ein Hauptspross, wollte ich schon sagen. Hubbelup. Hubbelup. Das ist Hauptspross. Sehr, sehr süß. Springt hier. Oh, Big Hit. Pikachu. Und das Centering der Karten sieht sehr gut aus. Left to right sieht sehr gut aus. Oben, unten ist vielleicht ein bisschen off. Wir haben hier eine kleine Beschädigung am Rand, wie ich das sehen kann. Aber ansonsten, die sind sowas von schön halt, ne? Oh, ich liebe japanische Booster. Also da kann ich mich ja satt dran sehen. Fumpy haben wir hier. Und das war's tatsächlich, denn wir haben ja noch hier eine Holo-Karte. Und es können die Starter drin sein und das doppelt. Und wir haben Zedra King haben wir hier gezogen. Okay, okay. Ist jetzt nicht so die Favorite-Karte, muss man an der Stelle sagen. Aber hey, es ist eine Iconic-Karte. Das erste Drache-Wasser-Pokémon.
Und wir gucken uns die Karte ganz genau an, denn hey, jede Karte ist natürlich ein Banger aus solchen Packs. Haben wir einen Swirl? Ich sehe... Ah doch, hier ist da unten am Bauch ein Swirl. It is! Swirl ist da, das ist schon mal sehr, sehr nice. Centering left to right ist hier etwas dicker, aber nur ganz klein bisschen oben, unten. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt sehr, sehr schlecht. Centering hinten, ganz klein bisschen off hier left to right. Oben, unten sieht da wieder ganz gut aus. Die Edges sehen sehr nice aus. Cool, gefällt mir. Ist es, wie gesagt, habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Dementsprechend freue ich mich da auch sehr drüber. Also selbst über eine solche Karte bin ich sehr, sehr happy. Ich glaube, du hast rechts noch Penny Sleeve. Ich habe rechts noch Penny Sleeve. Ja, hole ich gleich raus. Also nach diesem Pack gibt es einen kleinen Cut. Ich wollte jetzt nicht rein, also einen Cut setzen mitten im Pack, weil dann heißt es so, wenn es jetzt irgendwas Krasses gewesen wäre. Ah, hast du eben reingemischt, Zero, ne? Ja, ja, Leute, ja, das Pikachu habe ich auch reingemischt. Und zweimal Magic Cup haben wir hier. Bringt normalerweise Glück. Für das Goldene. Das Goldene Magic Cup. Das ist so cool. Das Golden Magic Cup wäre sehr, sehr cool. Also ich gehe davon aus, dass wir heute nicht die krassesten Holos oder ähnliches ziehen werden halt. Ne? Aber man hofft ja immer, man hofft ja immer. Also dementsprechend drückt mir die Daumen, Chat. Wir können auch was Geiles hier rausziehen aus Hidden Fates. Ist auch ein sehr, sehr cooles Set. Unter anderem noch ein Shiny Garchomp. Da ist das erste Shiny. Das ist cool. Und Arctos, Zapdos, Lavados haben wir hier ein Tag Team. Schönes Artwork. Sky Legend GX ist die Gang. Charmeleon. By the way, in der wunderbaren ETB ist auch diese wunderbare Promokarte drin. Sehr nice. Habe ich die Karte nicht rausgeholt aus der Box? Nicht mal das weiß ich. Ich bin, wisst ihr, ich bin so angespannt. Bin ich rot? Schon. Schon, oder? Also ich bin sehr, 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 sehr... Natürlich zitter ich da. Also das ist was ganz anderes. Wir haben ja einen Psyduck. Und wir haben einen Full Art Shiny am Start mit Wolverock GX. Sehr cool. Dahinter ein Arbok mit Jesse. Das mag ich sehr. Ich mag diese ganzen Team Rocket-Anspielungen sehr aus diesem Set. Gerade weil Team Rocket sehr vertreten ist. In dieser Erweiterung. Das ist eine sehr coole Karte. I like. Vor allem das Shiny ist auch sehr, sehr cool. Aber ich würde sagen, wir gehen... Puh. In dieses Set rein. Das gute, gute Set. Neo 3. Bei uns Neo Revelation. In Deutsch oder Englisch. Habe ich es jetzt so gecuttet, dass ich es nicht aufbekomme? Ja, doch. Ich krieg's auf. Ich krieg es auf. Perfekt. Okay, wir kriegen es auf. Oder? Krieg es auf? Ich hoffe, ich krieg's auf. Ah, ich glaube, ich mach's komplett auf. Wir gehen safe, bevor ich das... Wir gehen safe, sagte ich. Komm schon. Also ein so ein Pack kostet inzwischen auch über 300 Euro, ne? Also das muss man an der Stelle sagen. Wir hüllen die Karte ein. Das Centering der Karte sieht ein bisschen off aus left to right. Das möchte ich an der Stelle schon mal sagen. Ich schiebe sie auch wieder hier in den Bildschirm rein, damit ihr sehen könnt. Hö, ist nix gefickt. Wir haben hier keine Rare hinter. Das ist tatsächlich nur bei Genesis. Ja, mein Quiekel, ein Remoraid, Lanturn, das sieht sehr, sehr stark aus, das Lanturn-Artwork, das mag ich. Paras, der Pilzboss, Snubbull, das wunderbare Vati, haben wir letztes Mal passend zum Ampharos gehabt. Hobelup, das Artwork finde ich sogar besser als das aus Neo Genesis, dem Regenbogen. Haben wir auch die Weiterentwicklung gezogen im letzten Mal und Rosana haben wir hier. Okay, Rosana, zeig uns jetzt eine geile Karte hier. Das wäre Aerodactyl nochmal. Ist ein Double, aber ist sehr stark. Und holy shit, der hat eine riesen Swirl im Mund. Der hat eine riesen Swirl im Mund. Eine riesen Swirl. Ist es Double Swirl? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh, oh. Ist auf der Karte dicke Printline? Nee, das ist auf der Penny Sleeve. Oder? Ah, nein, da ist tatsächlich ein kleiner Kratzer. Da ist ein kleiner Kratzer oder eine Printline. Ich weiß es nicht. Das ist ärgerlich. Aber hey, der riesen Swirl im Mund, der gefällt mir sehr. Ist eine der besseren Holo-Karten, definitiv. Das ist sehr stark. Centering left to right sieht hier ganz gut aus. Oben, unten. Oben ein bisschen dicker. Aber ansonsten ist das definitiv ein guter Pull. Da freue ich mich sehr. Da freue ich mich sehr. Wir haben noch zwei Holopulls aus Neo Genesis. Eieieiei. Da muss noch was kommen. Ich bin über Aerodactyl. Wie gesagt, ist ein geiles Pokémon, aber habe ich beim letzten Mal leider schon gezogen. Hier Blitzer. Mit der Blitzenergie passend. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da nochmal
Also wenn wir jetzt kein Doppel nochmal ziehen aus Genesis, also wenn wir jetzt nochmal einen Setra King bekommen, dann wäre ich ein bisschen sad. Dann wäre ich echt wirklich ein bisschen sad. Magma Reverse und Aquana Holo. Ich würde mich gerne nochmal über eine Evolution freuen hier aus dem Set. Das wäre gigantisch. Da schauen wir mal rein, ey. Aber selbst wenn wir es nicht ziehen sollten, Chat, also ein Lugia oder ein Starter oder ähnliches, wir können auch beides gleich ziehen, ne? Das wäre auch noch die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob die doppeln können. Das weiß ich nicht. Hey, da geht der Hand weiter, definitiv. Und wir werden bestimmt noch einige von diesen aufmachen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Hit drin, das sieht gut aus. Und ich glaube, es ist eine Normal GX. Und es ist Pinsir. Und es sagt Tschüss. Pinsir, bleib hier. Eine Ultra Rare. Nicht die teuerste. Aber hey, ist immerhin ein Hit, den ich mitnehme hier. Komm mal, wir nehmen mal die Küsse mit von dem Rosana. Und wir schauen hier rein. Die letzten Packs von Verborgenes Schicksal. Nochmal ein Kaumalat Shiny. Okay, wir haben Kaumalat, Knaxel und Knagrak gezogen tatsächlich. Aus den Shining Legends Packs, wollte ich gerade sagen. Aus den Hidden Fates Packs. Was sehr, sehr gut ist. Können wir nochmal hier aus der ETB was ziehen? Ich hoffe, come on. Nochmal eine Holo wenigstens. Golem. Giovanni! Hey, das hat meine Erwartung tatsächlich übertroffen. Nochmal Doppel-Giovanni hier sogar im Set. Okay. Okay. Verborgenes Schicksal hat uns eine Full Art gegeben. Eine Full Art immerhin. Das ist wenigstens sehr strong. Aber wir haben noch dieses Item hier. Ich war sehr im Modus, als ich das Item gesehen habe damals online. Und ja, wir werden das Ding tatsächlich öffnen. Es ist ein Deck. Und in diesem Deck sind tatsächlich mehrere Pokémon drin. Und unter anderem, wie ich halt auch sagte, sind dort Starter. Starter drin. Es ist Starter. Zwei Holokarten drin. Ich bin sehr nervös gerade. Ich versuche gerade, das hier vernünftig aufzumachen. Aber ich glaube, wir haben hier sogar die richtige Seite erwischt. Und wir müssen vorsichtig sein, denn vorne sind natürlich wieder die Holokarten. Ich hoffe, die sehen vernünftig aus. Wir haben hier die Energiekarten mit der Lugia-Coin, die auf jeden Fall dabei ist und die sehr stark ist. Wir haben hier ein Regelbuch. Das gucken wir uns auch ganz entspannt gleich an. Also ich nehme mir die Zeit heute. Und wir haben hier... Oh nein. Oh nein. Die erste Holokarte ist schon mal ein Steelix, sehen wir. Aber hey, wir haben noch eine Chance. Steelix ist ein cooles Pokémon aus der zweiten Generation. Aber ist eines der least favorites, sage ich mal, aus Neo Genesis. Die Lugia Coin, definitiv iconic. Hat hier oben kleine Beschädigung, weil die dümpelt ein bisschen hin und her. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem hier Pokémon, Card, Game, Neo... Das ist definitiv hot. Auch die Energien hier. Ich glaube, die lasse ich einfach da drin. Da sind halt einfach nur Energien drin. Das wäre halt schwachsinnig, die rauszuholen. Hier haben wir so ein Regelbuch. Das ist halt wirklich cool gemacht. Da unten. Coins würde ich definitiv graden, ja. Also das ist echt eine coole Sache. Auch mit der schönen Illustration von Glurak und Glutex, so wie man es entwickelt. Also das ist sehr cool gemacht. Hier auch mit den Typenschwächen und sowas. I like. Das ist also auf jeden Fall, das ist ein schönes Item, was ich mir in den Hintergrund hinstellen kann. Was haben wir hier? Irgendwie so ein Zettel. Da haben wir hier noch die Schadensmarken und sowas. Die OG-Sachen aus Japan. Sehr, sehr cool. Okay. Versuchen, das Plastikding irgendwie abzumachen, ohne natürlich die Karten. Würdest du die schneiden? Ja. Und jetzt können wir es eigentlich so abreißen. Perfekt. Okay. Das Ding ist ab. Ich werde beide Holokarten sleeven. Habe ich beide gekriegt? Smart, Alter. Wow, smooth. Als würde ich das jeden Tag machen. Als würde ich jeden Tag so ein Ding öffnen. Also hier könnte potenziell eine super teure Karte drin sein. Oh mein Gott. Hast du gesehen? Hä? Nee, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Die legen wir erstmal hier beiseite. Ich lege sie hier hin. Ich will mir die Stardust-Karte angucken, ob sie irgendwelche Beschädigungen hat oder sowas, weil die ist in einem Deck gewesen halt, ne? Also. An sich ist immer die zweite Karte die beste. Natürlich. Also die beste, erhaltenste. Okay, Stalos haben wir hier. Ist, wie gesagt, definitiv ein cooles Pokémon. Mag ich sehr. Ist auch ein Favorite. Der Hintergrund ist sehr, sehr dunkel. Das Artwork ist ein Kensugimori. Centering left to right sieht sehr gut aus. Oben, unten. Bisschen dicker. Und auf der Rückseite keine Corners. Aber hier auch Centering oben, unten ist bisschen dick, sage ich mal. Ein bisschen sehr dick. Aber trotzdessen sehr, sehr iconic. Wir gehen das Deck kurz durch. Wir haben hier Hutut Visor. Sepa mit einem crazy Artwork. Furret. Wir lieben ihn. Sogar zwei auf dem Artwork. Sepa. Skoglap. Pikachu. Sehr nice. Pikachu ist ein Big Hit. Also den legen wir auf jeden Fall beiseite.
Wir haben ein Phlegmon, Onyx, Potrot, Mirapla, ein paar Energien, Voltilam, oh, ist auch ein Artwork aus meiner Kindheit. Liebe, Endivia haben wir auf der Eisscholle. Gibt es auch zwei Artworks von, genauso wie von den großen Startern. Lorblatt haben wir, ist das vielleicht ein Zeichen, dass wir Megani hier drin haben? Ist es? Kumomilch in Error, der ist sehr stark. Das ist sehr cool. Also ihr seht ja, das Ding nuckelt am Kuhtorso, was normalerweise nicht sein sollte. Das ist sehr, sehr stark. Magma haben wir hier. Und dementsprechend wurde die bei uns in Deutschland und England geändert. Wir haben hier noch sehr viele Energien. Ja, die sind, glaube ich, einfach da. Okay. Die andere Holokarte. Es ist eine Stahl. Es ist eine Stahlenergie, aber. Okay, ich wollte erst enttäuscht sein. Aber die Karte kann, wenn sie frei von allem ist, sehr wertvoll sein. Und ich habe eine dicke, dicke Swirl gesehen. Also wir haben keinen Starter gezogen, kein Lugia, kein gar nichts. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber hey. Es ist, glaube ich, trotzdem eine coole Karte. Und wir sehen hier einen dicken Holo-Swirl. Sehen wir eventuell noch einen zweiten? Ja, ich sehe hier keinen zweiten. Haben wir irgendwelche Printlines? Das ist jetzt entscheidend. Ich sehe keine Printlines tatsächlich und keine Kratze. Die Karte sieht clean aus. Sandwing Left to Right gefällt mir sehr. Das ist tatsächlich, das wäre sehr, sehr gut. Oh, von hinten sieht das Centering auch sehr gut aus. Hier vielleicht ganz klein bisschen dicker als dort, aber oben unten. Ah, okay, hier ist vielleicht auch wieder ein bisschen dicker. Aber hey, eventuell könnte das noch eine 10 werden. Hm? Ich weiß nicht, das Surface sieht dafür sehr gut aus. Also wir haben eine doppelte Stahlpower hier erwischt. Und wir haben ein Wasser- und ein Stein-Pokémon. Wir haben es probiert. Wir haben zwar nicht die krassesten Pokémon bekommen. An der Stelle, ich musste gerade absetzen, weil ich stand nur noch 0 Minuten drauf. Holy shit, das war knapp. Ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da und vielen lieben Dank für 350.000 Abonnenten. Das ist eine krasse Zahl, die ich sehr, sehr schätze. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft hier auch noch geilen Content machen können auf meinem Channel. Von daher, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Macht mal ein Gewinnspiel mit. Ciao, ciao.